Guten Morgen alle zusammen. Dieses Video hat Marcel aufgenommen, weil er einfach schon wach war und alle anderen noch geschlafen haben. Und da hat er sich gedacht, das ist so süß, wie die Katzis hier kuscheln. Das muss ich filmen, damit Tatjana es später in einem Video verwenden kann. Ist das nicht nett? Das Erste, woran er morgens denkt, bin ich. Habe ich jetzt so interpretiert. Was denn? Was falsch dran? Ich glaube nicht. Ja. Ich fand es auch sehr, sehr süß, dass die beiden wieder zu uns ins Bett gekommen sind. Sie wissen ganz genau, wo wir schlafen, obwohl wir ständig bei meinen Eltern irgendwie ihr Zimmer wechseln. Mal sind wir da, mal sind wir da. Aber sie finden uns immer und putzen sich auch den Po bei uns. Der dachte sich, was stinkt denn hier schon wieder so? Ja, weil dieses Po-Loch auch schon seit Tagen nicht richtig geputzt wurde. Bei Apollo konnte ich wenigstens noch alles sauber machen, aber Cosmo lässt mich ja nicht ran. Deshalb muss er das selber machen. Was ist los, Apoche? Willst du nicht mehr draußen spielen? Ist doch voll schön draußen. Richtig schönes Wetter, nicht so kalt. Wo ist Cosmo? Auch draußen? Ach so? Ist Cosmo nicht draußen? Warum? Hast du es nicht geschafft, ihm sein Geschirr anzuziehen? Jo. Ja? Und dann wollte er nicht rausgehen? Ja, ich glaube, hier wird aufs Klo. Ja? Okay. Komm, wir suchen mal deinen Bruder, der kann ja wohl nie wahr sein. Aber ich muss die Tür zumachen, sonst ist es frisch. Kosmos! Ist der hier oben? Nein. Ui. Hallo? Sag mal, saunierst du hier wieder? Ja? Wie so ein Finnlandkätzchen? Warum bist du immer hier? Hier hat man am meisten Ruhe, nicht wahr? Aber wolltest du nicht rausgehen? Mit Apollo? Apollo ist ganz alleine da draußen. Der wollte, dass du mit ihm spielen gehst. Katzi, deswegen hast du doch dein Geschirr an. Hat die Opa das überhaupt richtig angezogen? Zeig mal her. Ja, das hat er doch richtig angezogen. Oder? Eine Pfote, zweite Pfote, alles richtig. Nur hier, na, okay. Ziehen wir das nochmal aus. Und ziehen wir dir das richtig an, mein Gott. Es ist so krass. Anscheinend ist so Geschirr anziehen so voll die Wissenschaft. Kaum jemand kann das direkt. So, man gibt das dem Menschen so in die Hand. Man gibt ihm die Katze oder den Hund und dann kann er das. Nee, man braucht anscheinend wirklich Übung, bis man das richtig hingekriegt hat. Und das ist nicht nur mein Vater so. Alle, denen ich bisher gesagt habe, hey, kannst du mal Cosmo kurz sein Geschirr anziehen? Er möchte raus. Das war... Sei nicht böse. Das war immer so voll der Kampf. Und das hat ein paar Anläufe gebraucht, bis man das dann gelernt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir gewesen ist, ob ich es von Anfang an konnte oder ob ich auch erstmal... Ja, ist ja gut. Hallo. Sehr provokativ, Kätzchen. Okay, ich lasse dich in Ruhe. Wenn du hochkommen willst, kannst du hochkommen und mit Apollo rausgehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass Apollo beschäftigt ist und sich nicht einsam und allein draußen fühlt. Und dann gibt's Frühstück. Okay? Ja, ich gehe jetzt. Mein Gott. Sorry, ich habe vergessen, Licht auszumachen. Okay, jetzt. So, dann sagen wir nochmal Apollo Bescheid. Apoche, schlechte Nachrichten. Cosmo chillt in der Sauna. Der macht Wellness. Der hat keinen Bock, sich zu entspannen draußen. Der hat keinen Bock, nach draußen zu gehen. Der hat Bock, sich zu entspannen. So rum. Deswegen kannst du auch ruhig reinkommen. So. Ich mache jetzt erstmal Frühstück. Okay? Ach, guck mal, wer da kommt. Guck mal. Er kann doch mit dir rausgehen. Hier. Geh ruhig, das ist nicht schlimm.
Siehst du? Keiner da. Du kannst hier spielen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass Cosmo über den Zaun springt hier. Vorher, als die Kaninchen da hinten waren, da hat er sich nicht getraut dahin. Und jetzt sind die Kaninchen nicht mehr da. Kann sein, dass er hingeht und da über den Zaun springt, wie er das früher schon gemacht hat. Ey, lass die Blumen in Ruhe. Hallo. Ach, du willst das Plastik, nicht die Blumen? Lass das Plastik in Ruhe. Apollo. Ich sehe schon diese Blume umkippen. Ich habe auch extra den Trinkbrunnen mitgenommen. Apollo. Apolli, Apolli, lass die Blumen in Ruhe. Was? Ich? Wurde ich gerufen? Ich weiß gar nichts. Apolli. Bup, bup, bup. Guckt mal, was Marcel Cooles zum Geburtstag bekommen hat. Also einmal das Würgemann hier und einmal Mjolnir, den Hammer von Thor. Das ist schon schwer. Wisst ihr, was drin ist? Das ist richtig witzig. Also das ist wirklich ein richtiger Hammer. Aber das hier, das ist eher so Plastik. Und das geht hier irgendwo auf. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mit zwei Händen machen, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, so muss man das machen. Dann irgendwie von beiden Seiten aufmachen. Sekunde. Tada! So sieht das aus. Und wenn man das dann zurückklappt, so, ist es wieder ein Hammer. Ansonsten ist das, das ist der Hammer. Das ist halt eine Werkzeugkiste. Kätzchen, ich beobachte dich. Willst du wieder rausgehen? Zu Cosmo? Komm, geh. Guck mal, er ist da hinten. Los, geh spielen. Geh ein bisschen spielen. Na, Bursch. Nee, na gut. Dann nicht spielen. Und das Kätzchen? Was hat er da gefunden? Ein bisschen Rasen wahrscheinlich zum Abkauen. Es ist manchmal wirklich witzig, diese Katzen zu beobachten, wenn sie gerade etwas anstellen wollen. Jetzt raus? Na komm. Puschel? Na komm, geh. Los. Los, 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 los. Katzi. Na komm. Nein. Okay. Nein. Nicht das machen. Ich muss jetzt, glaube ich, die ganze Zeit hier stehen bleiben und zusehen, dass Apollo hier weder die Blumen noch das Plastik anknabbert. Um die Blumen mache ich mir keine Sorgen, aber um das Plastik. Weil Apollo hat diese Krankheit. Pika-Syndrom heißt es, glaube ich. Frechi.